So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Handeln 2. Ja, diesmal geht's in den schlimmsten aller Level. Tierische Show. Show. Wie doof habe ich das gerade ausgesprochen? Ach, hier ist glaube ich ein Kumpel fast dahinter. So, aber hier gibt es einen Trick mit Rambi. Kann man einfach durchrennen. So, und zack, zack. Und hier ist das Ziel, Rambi. Jetzt kommt die Eishöhle, hier kommt so ein Schießearsch. Jetzt mit einem Schwert gespielt. Und hier weiß ich nicht, wo das Bonus steht, das weiß ich nicht mehr. Ob das und vor allem mit wem und so. Aber naja. Nein! Kacke! Hier hätte man es glaube ich auch machen können mit Aufladen oder so. Okay, das ist es. Ich weiß nicht, ich denke irgendwie die ganze Zeit, dass das Bonusspiel hier irgendwo versteckt ist. Boah, ein Garten. Aber ich glaube, dem ist nicht so. So, jetzt kommt die Spinne. Also ein paar Bananen. So, bei der Spinne gibt es die Mitte. Das folgt noch so viel. Vor allem der ganze Part mit der Spinne. Der ist lang. So, die Viecher schieße ich halt ab. Ups, ich wollte nicht Pause drücken, ich wollte einfach schießen. So. So. Das war knapp. Das war noch viel knapper. Hätte man auch cheaten können, wenn ich einfach ganz oben gegangen wäre und da gemacht hätte. Dann kommt mir vielleicht noch einer entgegen. Ach, ich weiß, wo das Bonusspiel ist. Hier. Hier ist das Bonusspiel. Ah, ich habe ein Zettel zum Abhaken kann, aber ich glaube, den brauche ich. Dornen. Bramble. Ich weiß, dass sie so heißen, aber ein Deutscher. Oh, ich gebe jetzt Walksweiler. Ich gebe den Level gleich auf. Schön Wind. Mal sehen, wie viele Versuche ich brauche. So, und sagen die letzte Donkey Kong Münze, also die vorletzte, also die letzte. Ich, egal, die vorletzte. Die letzte ist aber klar zu holen, die kriegt man so oder so. So, und jetzt kommt Dornen mit Wind. Ich würde dieses Video gerne abschießen. Danke. Ja, der Level stinkt, weil er viel zu lang ist. Oh, jetzt wird's so kacke, weil jetzt Wind kommt. Kann man jetzt eigentlich im Video sehen, wie die Blätter sich bewegen? Mit dem Wind. Also
Also man merkt es gleich, weil ich gleich irgendwo richtig reindonnern werde. Nicht so schnell! Da ist nur das verkackte Ende. Ach Mist. Die Steuerung ist so kacke mit dem Wind. Ja, wenigstens habe ich das Bonus-Spiel schon, super. Oh, der Teil mit der Spinne ist viel zu lang, finde ich. Das ist das Problem. Dass man den immer wieder machen muss. Deshalb wurde in der Gameboy-Version dieses Spiels das Mittelpass nach der Spinne gelegt. Also da, wo der Papagei anfängt. Da ist bei der Gameboy-Version die Mitte. Aber die müssen immer jedes Spiel leichter machen. Das mag ich auch. Mein Gott, warum ist es so los? So. Ja. Spinnenteil. Game. Langweilig. Das ist einfach schief. Vor allem nach dem Papageienteil ist es noch nicht vorbei. Dann kommt nämlich noch Ripley die Schlange. Das ist schwierig. Ich nehme jetzt erstmal einen Traubenzucker. Oh, wie lecker. Ist auch kein Problem. Das ist so langweilig, weil es so lange dauert mit der Stimme. Plattform setzen, draufspringen, Plattform setzen, draufspringen. Man kann nicht so direkt, man kann schon, aber das ist schwieriger. Ja. Das hier, finde ich, ist die beschissenste Stelle im gesamten Spiel. Ganz wenigen beschissenen Stellen. Da sind die Bananen, wie es aussieht. Kaffee. Boah, war das Glück, dass ich noch das Fass erlischt habe. Nicht so weit gehen. Nein! Was geht denn so schnell hoch? Ist doch doof. Und wieder den ganzen Teil mit der Spinne. Juppei, die Knödel. Wenigstens kriege ich hier immer meinen Kumpel. Warum nimmt der manchmal, wenn ich zweimal drücken würde? Das ist was ist los? Ja. Sorry, aber keine Angst, ich bin nur ein Mensch. Meine Fresse, was ist los? Warum ging der jetzt weg? Warum geht die so schnell weg, die Netze manchmal? Ich weiß wohl, dass der hintere, wenn man zwei macht, also wenn man das dritte macht, dass der erste dann weggeht. Aber eben war das nicht der erste. Mann. Oh, wieder hier hoch. Ich krieg ja hier einen Kumpel fast. Meine Fresse. Ich
Jetzt geht's weiter. So, jetzt wieder durch den Wind hier. Hoffentlich hat sich's jetzt ausgehustet. Ja, sind wirklich nur ein paar Bananen. Ach, Kacke. So. Dieser Level ist echt. Das ist doch mal eine Schwierigkeit und nicht so wie mit anderen Spielen. Wie hat das geklappt? Oh mein Gott. Ich habe den perfekten Part geschafft. Also auch die Schlange. Komm, das ist nicht mal der schwerste Part. Aber ich wette, ich kacke wieder beim letzten Sprung ab. Kann hier links so eine Kumpelkiste sein? Angst. Ich bin echt still gerade, weil ich nicht verkacken möchte. So, jetzt kommt noch der letzte Sprung. Beziehungsweise. Nein! Letzten Sprung verkackt! Beziehungsweise der Schuss, was weiß ich. Oh nein! Ich Vollidiot! Oh. Ups. Und bis dahin muss ich. Oh. Hatte ich nicht gerade beide? Nein, hatte ich nicht, oder? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte aber mit Squawks. Die wurde ich getroffen, scheiße. Wenn ich schaffen würde, beide zu behalten, das wäre das Beste daran. Scheiß! Aber ich war am Ende, da ist das Ziel direkt danach. Nee. Einfach mal cheaten hier. Aber das habe ich schon immer so gemacht. Warum sollte ich mich da unten durch die Bienen quälen? Durch die Zähne, wenn ich doch hier oben einfach drüber laufen kann? Das habe ich nie verstanden. Also, der Dornenteil hier ist eigentlich der schlimmste. Aber nicht mit der Spinne, sondern mit dem Squawks. Meine Fresse, heute ist es los. So, ich bin ziemlich still. Weil ich nicht. Ach, Kacke, das vergesse ich jedes Mal. Aber dann gibt es hier eine Blende. Wo ist meine Kiste hin? Du bist sowieso schon okay. Du nimmst nur noch die Kiste weg, was es ist. Und ganz in Ruhe und mit Geduld. Sagte er. Es fliegt volle Geschwindigkeit da lang. Nein! Oh, was? Ja. Gut. Der Teil mit der Schlange ist auch nicht schwer. Nur zum Schluss. Dieser eine Sprung, der ist nochmal dämlich. Oh Mann. So, und hier drüber und auf die. Und dann kann man hier landen.
Ich bin ein ungeduldiger, vollhorstiger Volltrottel. Nochmal! Gut, mein Timer ist mir jetzt scheißegal. Diese Folge kommt dieser Level. Oder dieses Level, wie manche sagen, mir ist es scheißegal. Ich kann auch sagen, dieser Level, aber das ist mir irgendwie mehr Sache. Ich bin Deutscher. Dieser Abschnitt des Spiels. Und ich habe immer schon der Level gesagt. Weil es auch in Nintendo-Spielen, die sagen das selbst, dass es der Level ist. Zumindest bei Nintendo ist es so. Und deshalb sage ich auch der Level. Ist halt eine Angewohnheit. Gut, so, hier. Es wird langsam richtig doof, ich kenne das jetzt schon in- und auswendig. Ja, das kann ich noch vorher schon in- und auswendig. Fast. Vielleicht fliege ich ja diesmal nicht in die Wellen rein. Wie ist die Wellen nochmal? Flatter. Und hier kommt man gut durch. Eben hat er mir gar keinen unten links angezeigt, glaube ich. Ah, ich guck das mal. Toll. Ah. Ich hasse diese Stelle, die ist einfach nur doof. Und weiter geht's. Nochmal. Und ich werde nichts rausschneiden. Auch ein gutes. So, das hier wird jetzt echt langweilig. Und immer das gleiche. Könnte auch ein bisschen Strupp-die-Dudu machen. Okay, ich sollte nicht so reden. Das hört sich nämlich verdammt schwul an. Nur zur Sicherheit noch die töten. Und in das Fass. Ja, jetzt geht's wieder los. Bei dem Teil mit der Schlange geht einfach nur meine Konzentration flöten, ist doch mein Problem. Dass meine ganze Konzentration einfach nur flöten geht. Zum Glück habe ich, weiß ich, welche die Donkey Kongs ist und alles. Und dann ist das kein Problem, aber jetzt dieser scheiß Teil von diesem Level. Ich hasse ihn. Jetzt warte ich noch einmal, bis er geht. Guck mal, das war doch schon mal besser als im letzten Mal. Bei den letzten Mal. Trotzdem würde ich für die Kiste nicht wieder hochfliegen. Ja, das ist. Aber
jetzt nicht wieder so ein Scheiß machen wir letztes Mal. Gut. Nein! Oh Gott, du schnelle Kass! Piste Scheiße! Komm, sammle die bepissten Bananen an. So langsam wird dieser Level richtig langweilig. Und die Spinne, als ob ich es nicht schon genug gemacht hätte. Vor allem hier werde ich nicht einmal getroffen. Das ist so langweilig. Weil du einfach oben drüber laufen kannst. Welcher Idiot geht denn bitte schon da unten lang? Ich meine, das ist dämlich, da unten anzunehmen. Das hier ist der schlimmste Level vom gesamten Spiel. Wirklich. Und der längste auch. Jetzt kommen wieder die Dawn und die Mini-Neckies, die ich ja fälschlicherweise Crows genannt habe. Das war knapp. Ich bin noch nie hier getroffen worden, was ist das bitte? Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Wenigstens war da eine Kumpelkiste. Weil ohne die schaffe ich den papageien Part bestimmt. Obwohl, eben habe ich schon so. Hier könnte ich auch über das Fass mit der Spinne drüber, aber mit der Spinne ist das ja alles noch viel schwerer. Ja, das ist eine Art, sicher eine Art. Okay, dann können wir auch voll in die Welt reingehen. Jetzt habe ich da schon wieder unten links kein Zeichen, dass ich einen Kumpel dabei habe. Super. Jetzt weiß ich auch nicht, ob er das mir zählt oder nicht, aber ich bin ja sowieso nicht getroffen. Nicht so schnell. Weil der geht dann aber auch ab sofort. So, jetzt hier nicht mal nicht rein. So, ich habe jetzt hoffentlich noch beide. Ja, habe ich. Gut. Der hat sich wieder gerade nicht angezeigt. Aber ich habe... So, jetzt muss ich mich konzentrieren, hoffentlich mal. Vielleicht schaffe ich das mal, meine ich. Das war schon wieder viel zu knapp. So, hier hin auf die kleine Lücke. Hier mache ich vorsichtshalber einen großen Sprung. Ach nur, Vorsicht. Ja, und ich bin hier groß. Und ich schaff's dann sogar so. Ne, warte, hier rechts war nichts. Schade, ich dachte, hier wäre was. Ah, jetzt bin ich einfach. Ja. Leben! Ja, ich hab diesen Level geschafft. Ne, aber der macht eigentlich richtig Spaß. Weil das schwer ist. Ich mag ja sowieso schwere Levels. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist da der Türbüttel offen gegangen. Jetzt kann ich hier Krokodil-Hit. Okay. Und das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn wir das Finale im Krokodil-Hit machen. Yay. Bis dahin. Tschüss.